Es war einmal ein wilder Professor. Er wusste nicht, was er tat. Er untersuchte Gehirnstrukturen und was sich dahinter verbarg. Er dachte, er hätte es rausgefunden, die DNA geknackt. Doch leider hat er sich dabei getäuscht. Ich hab ihn einfach umgebracht. Er wollte den besseren Mensch erschaffen und hässete an mir rum. Ich wusste nicht, wie ich mich wehren sollte. Damals war ich noch zu jung. Er öffnete mir die Schädeldecke. Ich war 5 Jahre alt. Er schnitt mir Gewebe krumm heraus. Seitdem ist mein Gewissen kalt. Ich bin weder Mensch noch bin ich ein Tier. Er nahm mir, was ich war. Heute stehe ich zwischen den Fronten. Komm mit dem Leben nicht mehr klar. Ich weiß, es klingt verrückt. Doch wer hat sowas durchgemacht? Angetrieben vom Professor, er hat die Mordlust erst entfacht. Es war mal ein Zeuge, er wollte mich verraten. Er hätte nicht gedacht, dass die Sache ausartet. Ich musste schnell handeln, ihn aus dem Weg schaffen. Ich spürte ihn auf und ihm verging das Lachen. Ich hab ihn gefesselt, nahm ihn in den Wagen, um ihn damit zu Dr. Faustus zu fahren. Aus dem Kofferraum und dann rein in den Keller. Dort warten Mordwerkzeuge, Messer, Skalpelle. Er ist noch am Leben, doch jetzt nicht mehr lange. Bald ist es vorbei, es gibt keine Aussage. Der Bass hat verstummt in den Stichen der Klinge. Er setzt einmal an und entfernt ihm die Zunge. Der Zeuge ist stumm und wird nie wieder reden. Ich greif nach dem Werkzeug, um ihn zu zersägen. Die Spuren beseitigt, Beweise vernichtet. Der Rest wird verscharrt und ist somit Geschichte. Es war einmal ein kleiner Junge, ausgesetzt im Wald. Seine Eltern hassten ihn und ihr Verhalten war eiskalt. Sie ließen ihn allein zurück und holten ihn nie ab. Seitdem lebt er unter Tieren, sein ganzes Leben ist verkackt. Er wuchs mit ihnen auf, lernte in der Wildnis zu leben. Trotzdem denkt er an seine Familie, doch für die Tat gibt's kein Vergehen. Er denkt jetzt wie ein Tier, nur der Stärkste überlebt. Und genau aus diesem Grund hat er sich in die Stadt bewegt. Er sucht nach seiner Familie, hat sie aufgespürt. Alles, was er jetzt noch will, ist, dass er sie nie mehr verliert. Er bringt sie alle und nimmt sie mit zu sich zum Wald. Hier lebt er glücklich mit ihnen. Was für eine arme Gestalt.